Ja, hallo ihr Lieben, da draußen herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwolf Modellbau. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Zum nächsten Video auf diesem Kanal und zu einer weiteren Reise in ein ganz anderes Thema, was nichts mit Modellbau zu tun hat. Das habe ich schon vor ein paar Wochen einmal gemacht und heute geht es in eine zweite Runde, dachte ich mir. Denn es hat sich ein bisschen was Neues angefunden und ich dachte mir, diese kleinen Schätze möchte ich euch einfach mal präsentieren. Ein weiteres kleines Hobby, was ich ja letztens schon angekündigt habe bzw. euch gezeigt habe. Denn es hat mit Sammelkarten zu tun, genauer gesagt mit dem Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel, welches ja, ein sehr bekanntes Spiel ist und ich bin, wie gesagt, seit Kind an auch schon dabei und habe euch vor einigen Wochen ja ein besonderes Schmuckstück in meiner Sammlung gezeigt. Das waren die ägyptischen Götterkarten aus Edelstahl. Vielleicht erinnert ihr euch da noch und gleichzeitig ein bisschen ausgeschweift das Ganze zu einer ganz besonderen Gewinnerkarte, die man während eines Gewinnspiels dann noch bekommen konnte. Darum ging es in dem letzten Video und ja, seitdem ist einiges passiert. Ich habe die Karte, der Black Luster Soldier war das, den ich gewonnen habe, den seltenen, habe ich graden lassen, also bewerten und einschweißen lassen. Der ist wieder da, das heißt, den werdet ihr gleich sehen. Und mir ist mittlerweile einiges Neues auf den Tisch gekommen aus Japan. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums ist da was ganz Besonderes angekommen und den Hintergrund möchte ich euch einfach nochmal eben mitteilen und beziehungsweise einmal zeigen, denn 25 Jahre, so ein Spiel, das muss es erstmal schaffen und gerade zu so einem Jubiläum werden noch ein bisschen, wird die Oldschool-Keule, sag ich mal, geschwungen und das in Japan deutlich mehr als hier und was da so rausgekommen ist, beziehungsweise was für ein ganz besonderes Event da Anfang des Jahres stattgefunden hat, das möchte ich euch auf jeden Fall zeigen und da haben diese beiden Umschläge auch mit was zu tun, was da drin ist und was es mit denen auf sich hat, was dann hauptsächlich drin ist natürlich. Ein lilaner und ein weißer, wollte ich schon sagen. Nee, ein weißer sowieso, aber ein blauer. Vielleicht könnt ihr schon ahnen, was da drin ist. Wir schauen gleich mal rein und ja, wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Ausflug nach Japan, genauer gesagt nach Tokio in das Jahr 1999. Viel Spaß. So, ihr Lieben, ihr seht hier was auf meinem Tisch liegen, was Besonderes. Und wer es vielleicht schon erkennt, wer vom Thema ist oder wer vom Fach ist, der wird es kennen, was hier vielleicht so liegt. Und zwar, ja, wie gesagt, eine kleine Zeitreise in das Jahr 1999, also 25 Jahre zurück. Damals gab es das Spiel, das Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiel, beziehungsweise die Serie, den Anime, gab es hierzulande tatsächlich noch gar nicht. Aber 1999 war halt die Geburtsstunde des Spiels in Japan. Und ihr wisst ja, wie ich letztes Mal gesagt habe, da fand natürlich dann auch die ersten Kartenturniere statt. Das erste Turnier, die Siegerpreiskarte, die werdet ihr gleich nochmal wiedersehen, zumindest der Nachdruck davon. Und dann gab es noch, das war aber noch ein relativ kleines Turnier, ne? Alles fängt mal klein an. Danach gab es aber im Jahr 1999 ein großes Turnier und das fand in Tokio statt, im sogenannten Tokyo Dome, ein riesen Veranstaltungsort, ein richtig, richtig großes Turnier. Wenn mich nicht alles täuscht, waren das 50.000 Teilnehmer an dem ganzen Event, also ein riesiges Event, was damals stattgefunden hat und anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Yu-Gi-Oh! Trading Card Games wurde Anfang Februar im Tokyo Dome, in diesem bedeutsamen Ort für die Oldschool-Fans auf jeden Fall des Spiels, ein Jubiläumsevent abgehalten. Es wurden Neuigkeiten preisgegeben, man konnte sich mit einigen Synchronsprechern der Serien, glaube ich, unterhalten. Also wie so eine Art Messe mit vielen kleinen Veranstaltungen nebenbei und um halt das 25-jährige Jubiläum in genau diesem Ort halt zu zelebrieren. Aber es gab natürlich auch diverse Goodies, die man kriegen konnte. Das hier ist ein Teil davon. Es gibt noch mehrere, die aber eher so in Richtung der Neuzeit gehen. Beziehungsweise die gehen auch so ein bisschen in die Neuzeit, die hier, aber noch mehr geht in Richtung Neuzeit. Das hier geht aber voll in Richtung der Vergangenheit. Nämlich 1999 fand eben auch ein großes Turnier im Tokyo Dome statt. Und dieses Pack wurde erstmals 1999 ausgehändigt. Das Premium Pack, ein kleines Booster Pack mit 10 verschiedenen Karten. 5 davon gab es pro Pack. Und ja, zum 25-jährigen Jubiläum wurde genau dieses, ihr seht es da am Quarter Century Logo, neu aufgelegt. Das konnte man sich an diesem Event, das war ein Wochenende, ich glaube am 3. und 4. 2. war das, glaube Anfang Februar auf jeden Fall, kaufen, displayweise, boxenweise, in jeder Box 10 Packs.
vier Karten, glaube ich. Und ja, das Besondere an diesem Jubiläumsset ist, dass die originalen 10 Karten aus 1999 mit drin waren. Aber nicht nur die, sondern auch noch konnte man damals während des Turniers insgesamt maximal 8 Preiskarten gewinnen. Je weiter man gekommen ist im Turnier, desto mehr Karten gab's. Und auch diese 8 Preiskarten sind in diesem Jubiläumspack mit drin. Das Schöne ist, wir haben heutzutage ja ein ganz anderes Design, was die Karten anbelangt. Ich habe mal hier ein Beispiel. Vielleicht kennt den einen oder anderen, den blauäugigen Ultradrachen. Heutzutage kennen wir die Karten so, wie sie hier aussehen. Damals sahen die Karten aber anders aus, nämlich in einem Classic-Design. Zum Beispiel diese schicke Kröte hier. So sahen die damals aus. Hierzulande sind die nie so erschienen, sondern nur so. Und ja, in diesem Jubiläums-Premium-Pack kann man insgesamt also 18 Karten kriegen, in allen möglichen Formen. Im Classic-Format, aber auch im modernen Format und dann auch in verschiedenen Seltenheitsstufen. Das macht dieses Set sehr begehrt, tatsächlich. Und so kann man das beispielsweise, ich nehme mal hier ein Beispiel dieses Ultradrachens, daher, dass man ihn halt in verschiedensten Formen kriegen kann. Wie zum Beispiel hier in der Seltenheitsstufe Ultra Rare, eine goldene Schrift und ein Holo-Bild. Wir können ihn aber auch in diesem Format kriegen, in Ultra Rare mit einem Logo, holographischen Logo mit drauf, hier, was das Logo des Packs bzw. des ganzen Tokyo Dome Events ausmacht. So kann die dabei sein. Aber sie kann auch im Secret Rare Format sein. Da seht ihr den Holo-Effekt ganz anders. Aber auch hier in der Variante mit einem holographischen Stempel mit drin. Also verschiedenste Seltenheitsstufen sind mit dabei. Und natürlich dann auch im Classic Design. Und hier haben wir fast alle. Ich habe es geschafft. Ich habe mir 2 von solchen Boxen mal organisiert. Schon ausgepackt, deswegen kann ich es euch jetzt nicht live zeigen, aber schon ausgepackt das Ganze. Von 18 Karten, 17 Karten im Original-Classic-Stil bekommen. Und die haben wirklich was Nostalgisches. Und ich denke mal, ich zeige sie euch einfach mal. Zunächst die Karten, die aus dem Premium-Pack kamen. Die waren nicht so spektakulär, wie man sehen kann. Eine Schleimkröte, ne, die hat nicht wirklich viele Werte, wie man sehen kann. Aber die war mit dabei. Die launische Göttin. Das ist diese hier. Wie gesagt, noch relativ schwache Karten, aber es gibt auch ein paar stärkere, wie ihn hier zum Beispiel. Unaussprechlich, Mikazuki no Jaiba heißt der. Der ist schon ein bisschen mächtiger, mit ein paar mehr Angriffspunkten und Verteidigungspunkten. Dann, auch beliebt, die Kosmokönigin, das ist die hier. Ich finde das Classic Design einfach mega. Dann haben wir hier die Dharma-Kanone. Die sind schon wieder etwas schwächer auf der Brust. Genauso wie diese tanzende Fee. Die kann auch nicht viel. Es ist nichts, was heutzutage spielbar ist. Aber ne, wenn man die Karten, wie sie damals 1999 erschienen sind, in dem gleichen Format wiederkriegt, hat schon sehr was Nostalgisches. Genauso wie er hier. Turu Purun heißt er. Auch witzig. Gab es, glaube ich, schon ewig nicht mehr. Einen Meteordrachen. Den haben wir hier. Und es gab ihn hier, den Zauberer der Zeit, vielleicht für die Anime-Fans ein bisschen bekannter. Den gab es, wie ihr sehen konnt, auch in Secret Rare, die anderen in Ultra Rare. Eine Karte fehlt, das ist die Exodia, der Kopf der Exodia. Den habe ich leider nicht im Classic-Format gezogen, sondern nur im normalen, bekannten Format. Hier ist sie, die Exodia zum Beispiel, mehrmals gezogen, aber hier auch mal in Secret mit dem Stempel. Leider nicht im Oldschool-Format, weil die auch noch Shortprint ist, also ganz, ganz selten nur gedruckt worden und ja, dementsprechend nicht gezogen, mehrere hundert Euro wert. Aber naja, hier war der Zeitzauberer mit bei. Und dann kommen wir zu den 8 Preiskarten, die vergeben worden sind. Und zwar gab es für alle Teilnehmer des Events an sich 2 Karten. Und zwar der hier, der Magier des schwarzen Chaos, ein Ritualmonster. Und ihn hier, den Torwächter. Vielleicht kommen die Oldschool-Anime-Fans, kommen die Karten noch bekannt vor vielleicht. Hier haben wir den Torwächter. Mit seinem originalen ersten Artwork. Das waren quasi die Teilnehmerkarten des Events an sich. Dann kommen wir schon zu den Turnierkarten. Und zwar für die Teilnehmer der ersten Turnierrunde gab es ihn hier, den Tri-Horned Dragon, den dreihörnigen Drachen. In dem Format. Das ist ganz spannend, weil das sind wirklich Karten, die im Original Hunderte, Tausende, Zehntausende Euro wert sind. Natürlich nicht im Nachdruck, aber so in dem Design damals rausgekommen, zwischenzeitlich nie wirklich mehr. Also schon ein Nostalgieschlag schlechthin.
In der zweiten Runde konnte man dann als Teilnehmer den hier bekommen, den Sengenjin. Die Teilnehmer der dritten Runde haben ihn hier bekommen, den Schlangen-Nachtdrachen. Im Original schon ein paar tausend Euro wert. Und dann gab es für die Top 3 jeweils noch drei Karten. Und zwar der Drittplatz und die Top 3 haben ihn ja bekommen, den Firewing Pegasus, den Feuerflügel Pegasus. Sehr cooles Design, wie ich finde. Für die beiden Finalisten gab es ihn hier, den schwarzen Meteordrachen. Und da sieht man schon, dass die Werte hier, ne, die Angriffs- und Verteidigungspunkte schon in die Höhe schnellen, damals auf jeden Fall. Das ist er. Und der Sieger hat ihn hier bekommen, den haben wir gerade schon gesehen, aber hier im Classic Design. Den blauäugigen Ultradrachen. Und das ist auch eine der teuersten Karten des Sets hier, des Packs, neben der Exodia, weil sie eben auch, wie man sehen kann, hier in Secret Rare Format ist und dann im Classic Design, gab es so in dem Format tatsächlich nie. Also wirklich auch eine große, besondere Karte. Schön auf jeden Fall, dass ich sie gezogen habe. Sehr cool. Ja, das sind die Inhalte des Premium Packs. Ich habe natürlich auch viele verschiedene andere Formate gezogen, unter anderem das 25-jährige Jubiläum ist dafür bekannt, dass es die sogenannten Quarter Century Secret Rares gibt. Eine besondere Seltenheitsstufe. Und den Meteordrachen, den habe ich zum Beispiel auch gezogen. Den zeige ich euch gerne einfach mal. So sieht dann eine Quarter Century Secret Rare aus. Also der Holo-Effekt einmal komplett quer über die Karte rüber, wie man sehen kann. Und hier seht ihr auch da das Jubiläumslogo mit glänzend mit drauf. Ja, auch solche Karten, alle Karten, fast alle, bis auf die Schwächsten, kann man auch hier als dieses in diesem Format ziehen. Da ich mir zwei Boxen geholt habe und eine eigentlich garantiert ist pro Box, gab es noch eine, nämlich den Schlangen-Nachtdrachen habe ich noch gezogen. Auch hier als Quarter Century Secret Rare. Sehr cool. Gut, ja, das wollte ich mal euch einmal sagen, der Nostalgiefaktor schlechthin, dieses Premium Pack. Die Karten sind nicht die teuersten, aber ich sag mal so, vom Wert her kann man hier bei dem Ultradrachen, dem Classic Ultradrachen, schon mit 50, 60 Euro rechnen tatsächlich. Die auch so um die 30, 40 kann man schon mit rechnen. Also da gibt es schon diverse Nostalgiker, die sich diese Karten sehr gerne ranholen. Apropos sehr gerne Karten ranholen. Ich war nicht verrückt genug, das Set zu holen, sondern diese beiden Umschläge. Darum soll es jetzt gehen. Denn im Februar konnten alle Besucher des Events, was zwei Tage lief, diese beiden Umschläge bekommen. Mit jeweils einer besonderen Karte drin. Die hier gab es am Samstag, den hier am Sonntag. Und ihr seht schon, das Ganze ist höchst offiziell eingetütet, denn da drin befindet sich auch eine besondere Besucherkarte. Denn welches Monster, bekannte Monster aus dem Spiel, könnte lilafarben sein? Natürlich eines der bekanntesten Monster schlechthin. Der schwarze Magier. Und ihr seht schon, der hat auch einen mächtigen Holo-Effekt mit dabei. Auch hier als Quarter Century Secret Rare mit dabei. Der schwarze Magier, eingetütet, wie ihr sehen könnt. Mit einem besonderen Stil, wie ihr hier auch schon sehen könnt. Denn ihr seht, im Hintergrund steht Tokio. Dieses Artwork gibt es mit einer Steintafel im Normalfall. Hier haben wir den Tokio Dome im Hintergrund. Also eine besondere Promokarte für dieses Event. Dazu keine Goldschrift, sondern eine grüne Schrift und das Jubiläumslogo auch grünlich mit Holo-Effekt. Sehr, 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 sehr cool. Ansonsten normale Rückseite, aber ja, das ist der schwarze Magier. Sehr cool und ich denke mal, ihr könnt schon ahnen, was jetzt in dem hier drin ist. Ein blauer Umschlag mit weiß, blau und weiß. Welche Karte könnte blau und weiß sein? Natürlich der weiße Drache mit dem eiskalten Blick. Nein, davon gibt es nicht nur vier Stück wie im Anime, sondern ein paar mehr haben wir ihn auch hier in dem Jubiläums-Artwork mit der zweiten Hälfte des Tokyo Domes. Hier steht Dome. Das heißt, bei die beiden zusammengelegt ergeben den Tokyo Dome. Ein cooles Artwork, wie ich finde. Sehr, sehr, sehr cool. Die habe ich mir gesondert rangeholt für nicht gerade wenig Geld. Aber ja, sehr, sehr cooles Ergebnis. Und ja, vielleicht lasse ich diese Karten, die sehen nämlich in der Verpackung schon extremst gut aus vom Zustand, lasse ich die vielleicht auch graden, also einschweißen, damit der Wert dieser besonderen Karten in diesem Fall auch dann wirklich, ja, beibehalten wird, auf jeden Fall. Ja, das war mein kleiner Ausflug in das Japan, die Japan-Welt, denn ja, ein Jubiläumsevent, was wirklich sehr viel Anklang gefunden hat, gerade durch diese beiden Promokarten sehr beliebt, aber durch die Rückkehr dieses Premium-Packs
Die Karten kann man heutzutage nicht mehr gebrauchen, spielerisch. Aber sie sind halt voll der Nostalgieschlag, wenn man so die Oldschool-Karten hier kriegt. Das ist schon, ja, für jeden Fan der ersten Stunde einfach ein Augenschmaus. Kann man nicht anders sagen, wenn man dann noch nicht nur die Classic-Version, sondern neue Versionen bekommen kann davon. Einfach wunderbar. Sehr cool. Ja, das einmal der Schwung nach Japan zu dem Tokyo Dome Jubiläumsevent. Aber wie ich ja schon gerade eben angekündigt habe, wo ich gerade das Grading schon angesprochen habe, für vielleicht die beiden hier, muss ich mal überlegen, ob ich die beiden graden lasse, kommen wir nun zurück zu einer besonderen Karte, die ich vor ein paar Wochen bekommen habe und euch präsentiert habe, den Black Luster Soldier, den ich gewonnen habe durch den Kauf der Edelstahl-Götterkarten. Ja, ich habe diese Karte graden lassen. Es war eine Tortur ohnegleichen. 6 Wochen hat es gedauert. Das war Wahnsinn. Teilweise war das Paket weg. Kommunikation war grausam, bis ja quasi nicht vorhanden, deswegen grausam. Und ja, im Endeffekt muss ich sagen, wie es ist. Zum Glück ist alles gut gegangen und habe auch ein paar Entschuldigungen bekommen und Gründe, wieso, weshalb, warum und so weiter und so fort. Aber die Karte ist wieder da. Das ist die Hauptsache und wir schauen uns die einfach mal an. Es haben ja einige auch schon gesagt, lasst die doch einschweißen, diese besondere Preiskarte. In dem Fall habe ich es getan und ihr seht jetzt mal das Ergebnis vom Ganzen. So kam sie wieder bei mir an. Sie ist jetzt, wie ihr sehen könnt, eingeschweißt in eine Plastikhülle. Wirklich, die ist dicht, da kommt man nicht mehr dran. Hier ist noch eine Plastikverpackung drumherum, die bleibt auch gerne mit dran. Aber das Ding ist in einem Acrylcase versiegelt worden. Die Grading-Firma heißt AP Grading. Das ist eine sehr bekannte deutsche Grading-Firma. Allgemein Grading bedeutet halt Bewerten der Karte und Einschweißen der Karte. Das ist unter Sammlern sehr beliebt und gerade wenn die höchsten Bewertungen kommen für solche Karten, dann können die Preise von solchen Karten, gerade von Oldschool-Karten, wirklich ohne Scherz Hunderte, Tausende Euro ergeben. Das ist kein Scherz. Ich sag's nur so, es gibt ja auch das Pokémon-Sammelkartenspiel aus der ersten Generation. Ein Glurak, wer kennt's nicht? Im Top-Zustand, gegradet in so einem Case, Zehntausende Euro wert. Schaut mal bei eBay oder solchergleichen nach gegradeten Karten. Ihr werdet's dann sehen. Ja, und da haben wir das Ganze jetzt zurück. Und damit ich euch nicht anlüge, seht ihr ihn hier. Da ist er zurück, der Black Luster Soldier. So sah er aus, jetzt in dem Case versiegelt. Da seht ihr nochmal das Ergebnis, nicht das Ergebnis, aber zumindest die Beschriftung. Da seht ihr das. 2024 Black Luster Soldier Ultra Rare Stainless Steel Egyptian God Cards Sweepstakes, also Gewinnspiel. Da ist sie, die Karte. Und ja, jetzt wollen wir natürlich wissen, was für eine Bewertung hat die Karte bekommen. Auf einer Skala von, von 1 bis 10 werden sie bewertet. 10 ist perfekt und 1 ist ja nahezu kaputt, das Ganze. Und ja, glücklicherweise konnte ich eine 9,0 bekommen, also Mint-Zustand. Also ja, sehr, sehr guter, nahezu perfekter Zustand. Es gibt auch hier, wie man sehen kann, hoffentlich da Einzelergebnisse. Das Centering, also die Zentrierung der Karte wird bewertet. Die Ecken, die Kanten und die Oberfläche. Und ihr seht, Centering ist nicht so doll gewesen, die Oberfläche auch nicht. Aber die Ecken und Kanten mit 9,5 besser bewertet wurden, auf jeden Fall. Centering sieht man hier, gerade unten sieht man das, dass es nicht gleichmäßig hier ist, der Rahmen. Also da ist der Schnitt nicht so gut gewesen. Und auf der Rückseite, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, schwierig im Bild, sieht man hier, gerade im dunklen Bereich, diverse Flecken auf der Karte. Das ist sehr, sehr schade, war aber von der Produktion schon so, hat aber natürlich zu den Abzügen geführt. Aber trotzdem am Ende ein trotzdem super Ergebnis. Eine 9,0 ist definitiv sehenswert für so eine Karte. Und ja, die ist damit in diesem Case jetzt versiegelt. Das Ding ist bruchfest, kann man sagen. Also das muss man schon wirklich aufknacken, aber dann geht die Karte mit kaputt. Das Ding ist jetzt damit eingeschweißt. Das ist noch locker. Also die Karte selber ist nicht eingeschweißt, aber das Case, die Karte liegt da locker drin. Man könnte das aufknacken und die wieder rausnehmen. Aber auf die Gefahr hin, dass sie dann kaputt geht. Ja, ein kleiner Schatz zum Ende des Videos, weil das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal zeigen. Ihr wollt jetzt auch gerne sehen, was für ein Ergebnis dann am Ende dabei rumgekommen ist. Ja, das ist er, der Black Luster Soldier. Und ja, nebenbei hier die beiden Promokarten. Ich werde wahrscheinlich diese beiden jetzt auch graden lassen, wie ihn hier. Heißt, auch mich ein paar Wochen von denen hier verabschieden und mal gucken, was da für ein Ergebnis bei rumkommt. Ich hoffe, ein mindestens gleiches wie er hier. Eigentlich sogar besser, aber ja, schauen wir mal, was das Ergebnis ist. Und wenn ihr da auch Bock drauf habt, zu sehen, was für ein Ergebnis die beiden bekommen, dann
lasst es mich gerne wissen. Allgemein, lasst mich gerne wissen, wie euch so ein Trip in was ganz anderes gefällt. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ja, zum Ende noch ein paar abschließende Worte von meiner Seite. Ich danke euch natürlich fürs Zuschauen, auch bei diesem etwas besonderen Video. Die Modelle haben mal Pause, muss ja auch mal sein. Und jeder kennt es, man hat andere Hobbys auch. Und wenn man dann mal Bock drauf hat, die auch zu zeigen, warum nicht? Spricht zwar eine ganz andere Gemeinschaft natürlich an als euch Stammzuschauer im Modellbau, aber vielleicht hat es euch auch Spaß gemacht, euch diesen kleinen Ausflug einmal anzuschauen. Und natürlich hier mein kleines Herzstück, der Black Laster Soldier, der ist jetzt auf jeden Fall gesichert. Der kommt nicht mehr so schnell aus dem Case raus, dann müsste ich den schon aufknacken und das will ich letzten Endes auch nicht. Und ja, die beiden Schmuckstücke hier genauso, die werden dann wahrscheinlich als nächstes in die Plastikhüllen wandern und mal gucken, was für ein Ergebnis bei den beiden bei rumkommen wird. Ja, wie gesagt, danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch trotz des anderen Themas gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben würde mich freuen, wenn ihr den da lasst, Kanal-Abo genauso. Und dann gibt es auch normale Videos zum Thema Modellbau wieder in den nächsten Tagen auf diesem Kanal. Ja, nochmal danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euch allen ein paar schöne Tage, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und natürlich bis zum nächsten Mal.